Für die KSV 1919 Fußballer wird's jetzt ernst. Die Sommervorbereitung ist vorbei und die Kicker fiebern schon dem Meisterschaftsstart entgegen. Morgen Freitag muss man nach Linz zum LASK. Die Erwartungen in die neue Saison sind groß. Ja, die Erwartungen sind, wir fahren zum LASK, das sind sicher Favoriten. Sie haben eine sehr gute Mannschaft, aber wir haben jetzt da keine Angst. Wir haben Respekt, aber keine Angst. Es werden uns viele Zuschauer erwartet, es werden sicher 10.000 bis 12.000 Leute sein im Stadion. Das ist was Neues für uns und wir freuen uns auf diese Aufgabe. Leistungsträger wie Luxe, Haselberger, Scharifi und Sencha haben den Verein verlassen. Man setzt nun weiter auf Jugend und die Neuzugänge, wie zum Beispiel Christian Bubalovic. Also ich war im Ausland, 2 Jahre in Deutschland, bei Cottbus, Energie Cottbus, bei den Amateure. Dann in Slowenien, in der ersten Liga. Wir wurden 3. Platz, haben uns qualifiziert für die Europa League, hatten aber finanziell Probleme. Dann hab ich mich entschieden, nach Österreich zu kommen. Der Herr Kurt Russ hat gemeint, ich soll zu Kapfen kommen, weil ich gefallen ihm sehr und er hält viel von mir und ich habe mich entschieden für Kapfenberg, wegen Trainer, wegen Umfeld, super Stadion. Ja. Ja, natürlich, als Stürmer will man natürlich immer Tore machen und das will ich da mit dem SV Kapfenberg natürlich auch machen. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir gut in die Saison starten, das ist immer wichtiger. Ronny Waldo ist wieder fit und mit einem Geburtstagskind wird Kapfenberg auch noch viel Freude haben. Ja, erstmals Dankeschön und dann was ich mir wünsche. Ja. Freitag mal einen Sieg gegen LASK. Das wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk. Und für die Zukunft eine positive Saison halt. Die junge Kapfenberger Mannschaft hat Charakter und wird dies bei den ersten Heimspielen am 28. Juli um 19.30 Uhr gegen St. Pölten und am 1. August gegen Innsbruck beweisen. Wir wünschen den Kapfenberger Kickern eine tolle Fußballsaison. Ja, ich finde, dass die Mischung sehr gut passt. Wir haben sehr viel Ruhe im Training, es zieht da jeder mit, was ganz wichtig ist. Ja, und wir freuen uns auf diese Saison.